1, 2, 3, 4. Cracked up road, Mr. the guard coming out. Doesn't look all that pretty, but inside faces warm and alive, talking all through the evening. If we do this again, things just won't be the same. Different people with different lives, many ways they can lead them fairly well. We get by okay, things slow down, but they never stop. On 7th Avenue, tales of woe sometimes so far to go, hide the doubts and self-pity. Ich wollte immer ein Popstar sein, einer, der was bewegt. Obwohl, Brian Jones starb mit 27, Elvis mit 42 und John Lennon wurde auch nicht sehr alt. Das Land, in dem ich lebe, ist jedenfalls noch sehr jung. Ich lebe in der DDR. Ansonsten habe ich keine Probleme. Ich bin hier gerade dabei, einen verbotenen Song zu überspielen. Warum der verboten ist? Es gibt da nichts Offizielles, aber jeder weiß es. Man munkelt von einer Dienststelle, wo die sich den ganzen Tag die heißen Scheiben reinziehen, um sie uns dann zu verbieten. Denn sie verbieten hier gern. Und viel. Ich heiße Michael Ehrenreich und bin 17. Hinter dieser Wand steht die Mauer. Sie teilt Berlin in Ost und West. Der Goldene Westen liegt nur einen Steinwurf entfernt. Ich wohne in einer Straße, deren längeres Ende im Westen und deren kürzeres Ende im Osten liegt. In der Sonnenallee. Die Westler hatten Hochstände gebaut, um uns zu demütigen. Guck mal, ein Ossi. Oh, ist der süß. Da könnte man sich ja glatt verlieben. Huhu, Ossi. Mama, winke, winke. Komm, mach mal. Willst du mal? Ich schmeiß runter. Nicht auch, Mann. Ich würde dann verboten. Hey, sag mal, wo kriegt man denn die freakigen Sachen her? Hey, uns geht's gut. Und dir? Mir geht's nicht so schlecht. Aber das muss ich denen ja nicht auf die Nase bringen. Außerdem ist Kontaktaufnahme schwerst verboten. Obdachlose gibt's bei uns jedenfalls nicht und verhungern muss auch keiner. Und Nahrungsmittel sind günstig, Preise stabil. Das ist Mario. Hände vom Kohl. Mario ist mein Freund. Er wohnt auch in der Sonnenallee und wir sind fast jeden Tag zusammen. Und wir haben eine Menge Spaß. Aber heute gibt's für uns nur ein Thema. Hast du dich schon entschieden, was du denen morgen sagst? Hab ich noch nicht so richtig entschieden. Ich sage, auf jeden Fall, nein. Hey, Rose! Was du nicht sagst. Grüß dich, Micha. Grüß dich, Luther. Vielleicht stehen wir auch bald da oben. Also, Apfel, wenn du morgen ja sagst, bestand. Die Stones, die sind das einfach. Oh. Ich habe gerade einen neuen Song von denen gehört, Mann. Von dem Weltalbum Exile on Main Street. Sagt ihr morgen ja? Hä? Hey, schaut mal her. Jinglas. Die echten mit Glöckchen von C&A. Angeber. Oh. Halbzeit. Ich erzähle euch was von meiner neuen Freundin. Oh, Mann. Tatsi, ich habe gerade eine Frage gestellt. Sagen wir denn morgen ja zu 3 Jahren Armee oder nicht? Mario, das ist doch ganz simpel. Ich weiß gar nicht, was du willst. Also, ich will auf jeden Fall studieren und ihr doch auch, oder wie? Ja, genau, ich eigentlich auch. Abi, um zu studieren. Naja, wenn du nicht ja sagst, dann wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Und du bist so ein Anfasser, kannst du es mal lassen? Entschuldigung. Was ist denn jetzt hier Phase? Gestern wollten wir noch eine Widerstandsgruppe gründen und morgen gehen wir jetzt 3 Jahre zur Armee? Spinnt ihr jetzt irgendwie alle? Das ist mein Vater. Mach bloß vorsichtig, Sabine. Mach bloß vorsichtig. Ich sehe alles. Meine Mutter.
Vorsichtig ist ihr Lieblingswort. Ja. Das ist meine Schwester. Sie ist allen Männern hörig und hat jede Woche einen neuen Freund. Der da ist in der Partei. Wird er den Ostsender eingestellt? Mach doch mal die Hetze aus. Also mach doch schon mal den Mufuti fertig. Was? Du sollst den Multifunktionstisch herrichten. Hm. Aber mach vorsichtig, ja? Ach, jetzt Kohl. Scheiß Kostding. Ich verstehe diesen Tisch nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass es ein Osttisch ist. Aber bitte nicht solche Worte vor Georg, der mag das gar nicht. Mit seinen Parteien aus dem Muckefuck trinken. Moskau, Moskau, von Wonderland. Verboten wie Sau. Du musst Play drücken und nicht mit Rekord verwechseln, Mann. Ja, ich bin Mann, ich mach's halt. Ich hab doch eine Frage. Wieso ist Nippel verboten? Hast du gar keine Kennung oder was? Ist doch klar, weil wegen dem Text ist doch ganz klar. Ja, lese ich doch. So Logo, total Kontra. Verboten eben. Na, was ist denn hier verboten? Bitte das versetzende Gerät abstellen. Das haben Sie jetzt aber falsch verstanden, Herr Wachtmeister. Obermeister. Also mit dem Verboten, ja, das ist so wie, das ist Jugendsprache. Also wenn wir so, wie Fetzt. Poppig, checken. Sehr beliebt in der Jugendsprache ist auch das Wort Urst. Sinngemäß bedeutet das so viel wie toll oder dufte. Dufte, genau. Hm? Was ist das für Text? Das verstehen wir doch nicht, Herr Nosse Hoffenfeld. Ich meine, wir haben doch nur Russisch in der Schule, ne? Gott sei Dank. Ich will ja vielleicht mal in Moskau studieren. Hm. Zu diesem Anlass hören wir dieses schöne Lied, ja. Bis nach unten, Träger. Und das ist sie, Miriam, die sagenhafte, wunderbare, anbetungswürdige, unerreichbare Miriam. Und ich liebe sie. Kompliziert. Na, Spaß muss sein. Überspiele ich mir mal. Spitzensong. Bin nämlich selbst Schallplattenunterhalter. Sieht man mir gar nicht an, was? Manchmal lege ich im Kreis der Genossen auf. Das heißt zu. Richtig verboten. Ah, die junge Garde. Was haben Sie gelernt? Du Scheiße. Warte weiter. Hemmung? Ich doch nicht. Just like those we saw in Africa. It's so sad. How about trauma? Oh, wie schrecklich. Grenze der Deutschen Demokratischen Republik, Passkontrolle. Mein Pass ist weg. Unsere Westverwandtschaft. Das ist mein Onkel Heinz. Mehrmals die Woche passiert er die Grenze. Er ist ein begnadeter Schmuggler. Und von Mal zu Mal wird seine Technik ausgefeilter. Da warf man aber mal einen Blick rein. Aber was Onkel Heinz schmuggelt, das ist nicht etwa die ganz heiße Ware. Zeitschriften, Platten, Pornos oder so. Was Onkel Heinz schmuggelt, ist absolut legal. Na, was haben wir denn hier? Lichis. Entschuldigen Sie, habe ich vergessen rauszunehmen.
Ich glaube, der Westen macht nicht mehr lange. Das müssen die da essen. Gehören Sie einer faschistischen Partei an? Ja. Au! Hat der wehgetan? Ich krieg einer ein, du! Und jetzt war's ich. Oh Gott, nein, jetzt bringt um Himmels Willen diesen Tisch wieder in seinen Urzustand. Steht ja in jacklichem Verhältnis zum Raum. Mann. Ja, ein Mann, mach die Hand raus. Komm schnell drin rein, Sie haben hier einen Unglücksfall. Habt ihr alles mitgebracht? Ja, Alter Kommunistenjäger. Tag. Tag. Das ist unser AWVer. Meine Tochter und mein, ihr Freund. Wer ist in der Partei? Der zukünftige Schwiegersohn? Sie haben sicher nicht viel Zeit, oder? Wollen Sie sich setzen? Ist das ein Mufu-Tee? Hat Michi was ausgefressen, Herr Oberwachtmeister? Ohne Wacht. Was? Obermeister. Nächste Woche werde ich Unterleutnant. Das ist ein Offiziersdienstgrad. Aber jetzt sind Sie Obermeister, Herr Obermeister. Obermeister ist ein Unterführungsgrad. Ja, toll. Und Unterleutnant ist ein Offiziersdienstgrad. Jetzt wird es aber erst spannend. Jetzt kommen die Generaldienstgräder. Das ist Generalleutnant. Der Generalmajor. Aber bei der Marine ist anders. Generaloberst. Da ist Matrose, Stabmatrose. Armeegeneral. Dann Mat, Obermat. Dann kommt Leutnant, Kapitänleutnant, ja, Fregattenkapitän, Korvettenkapitän, Kapitän zur See. Und dann haben sie dann noch den Konteradmiral, ja, und dann den Vizeadmiral. Ja. Dann auch diesen Admiral überhaupt. Hör doch mal auf. Ist so. Ja. Dann muss ich mal wieder. Dienst ist Dienst. Ja, ich bring Sie zur Tür. Sagen Sie, hat Michi wirklich nicht ausgefressen? Ja, ich meine nein. Aber der eigentliche Grund meines Kommens ist dienstlich. Eine Bürgerin der BRD hat hier im Grenzgebiet ihren Pass verloren. Und ich möchte Sie inständig bitten. Ja, keine Frage. Sollte ich den finden, dann werde ich ihn natürlich sofort abgeben. Genosse. Obermeister. Frau Gefällt. Frau Ehrenreich, guten Tag. Hat er doch. Und immer schön die Tür verschließen. Hier in dem Haus wohnt doch Miriam Sommer, oder? Hey, sage mir mal, du wohnst doch hier in dem Haus. Klar wohne ich hier in dem Haus. Und hier wohnt doch auch Miriam Sommer, oder? Meine Schwester. Willst du mit der hin? Ach, deine Schwester ist das? Du, ich zahle auch was für die Info. Ein Schachtelklopp? Was sollen die jetzt hernehmen? Ja, da hast du mal so richtig schön Pech gehabt, Keule. Ach, Sie sind da auch okay. Ja, ich weiß, Sabine ist neuer Freund. Oh, Heinz, da bist du ja. Mensch, wir warten schon die ganze Zeit, haben sie dich gefilmt. Naja. Na, du alter Kommunistenjäger. Machst du einen Striptease oder was? Für die Dame des Hauses. Triumph. Da freue ich mich aber. Hm? Meinst du nicht, dass sie ein bisschen zu groß ist für mich? Deine Größe hätte mir ja nicht gepasst. Vielleicht läuft sie ja nur ein Mexiko. Hier hast du wieder nichts mitgebracht, was? Diesmal nicht, war schwer genug. Mir auch nicht. Scheiß helle Raummöbel. Na, die kriegen eine Eingabe. Ist ja überall. Asbest. Lungenkrebs, euch vielleicht. Ist keine Frage der Seite, ist eine Frage der Zeit, Langzeitwirkung. 10 Jahre neben den Flusen und... 10 Jahre? Ja. Sag mal, wir wohnen hier seit 10 Jahren. Also kriegen eine Eingabe. Ja. Habe ich dir nichts gebracht? Eine Single. Geschmuggelt. Das ist ja Unterwäsche. Ja. Hurra! Ja, komm, setz dich, Junge. Freu dich. Freu dich ein bisschen ehrlicher. Das wäre tief in der Tasche. Mach doch gut.